Kapitel 5 Season 3 ist endlich da und ihr müsst dieses Video bis zum Ende schauen. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr easy einen Win holt mit diesem Auto. Es ist unzerstörbar, es heilt sich selber, ihr habt oben einen Maschinenturm, der egal von welcher Range alles und jeden tötet. Fortnite muss das rausmachen, es ist zu stark. Ich gebe diesem Auto einen Tag, seht selbst, ciao. Willkommen zur neuen Season, Kapitel 5 Season 3 und wir sind mittendrin hier. Ihr seht, wir landen bei der neuen POI Nitrodrom, Freunde. Und ich sag so viel, hier geht Action und eine Mega-Show ab. Hier gibt es verschiedene NPCs, hier gibt es einen Boss und so weiter und so fort. Und hier seht ihr schon, hier geht's ab. Let's go. Alter, man fühlt sich hier, als ob man selber hier drin ist. Man wird gefeiert, wenn man mit dem Auto hier vorbeifährt und so weiter und so fort. Wir werden das gleich ja auch mal machen. Wir werden gleich mal mit dem Auto dahin fahren. Erstmal kurz ausrüsten, dann werden wir den Boss hier gleich töten. Und ich sag nur mal so viel, ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende da bleiben. Denn diese Season ist wirklich unglaublich krass. Unglaublich krass. Vor allem die Autos, Freunde. Das ist... Also, die Autos... Sowas habe ich noch in keiner Fortnite-Season gesehen tatsächlich. Solche... Autos wie hier. So, unser erster Kill. Und wir holen jetzt auch gleich mal den ersten Boss hier. Vielleicht kriegen wir sogar zwei Bosse in der Runde hin. Und dann will ich mal versuchen, diesen Bus, diesen Battlebus, der rumfährt, zu töten. Denn hier fährt so... Oh. So ein Battlebus rum. Und der Battlebus ist wieder als Geschütz-Battlebus da. Das heißt, der hat wieder Geschütze drauf. Und der Battlebus ist auf jeden Fall richtig krass unterwegs. Hä, wo ist er denn? Hä, was macht der? Hä, was machst du bei den Kreissägen? Okay. Ey, die machen halt echt Damage, ne? Die machen 5 Damage. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt eine Runde hier. Ich zeige euch jetzt mal, was hier abgeht. Passt mal auf. So, boom. Passt mal auf. Let's go! Wir jumpen eine Runde! Jawohl, Alter, das ist zu wild. Und jetzt hier nochmal drauf. Juhu! Das ist so nice, Freunde. Das ist sowas von nice. Und wir gehen nochmal rein. Let's go! Boom! Und weiter geht's! Alter, das ist so geil mit den Autos. Okay, da schießen welche auf uns. Da müssen wir jetzt erstmal hingehen. Wir müssen nämlich die NPCs töten. Dann können wir nämlich den Boss uns holen. Wo ist er denn jetzt? Hier ist ein NPC. Boom. Oh, das war dumm. So, zack. Der ist schon mal down. Und dann holen wir uns auf jeden Fall diese richtig krassen Autos. Da ist auch nochmal einer unter uns. Warte mal. Zack. Da. Oh, das war ein Spieler. Das war ein Spieler. Ich glaube, der spielt das erste Mal in der Season. Hier ist aber nochmal einer. Oh, warte. Alter, Bro. Komm, der ist gleich down. Nice. Hier sind aber noch mehr Leute, ne? Ich weiß nicht, ob das alles NPCs sind. Doch, scheint so. Das sind die meisten Sachen hier. Die meisten Leute sind NPCs. Let's go. Und jetzt können wir uns... Warte mal. Können wir uns die Sachen jetzt mal hier holen? Okay, warte mal. Schon ziemlich lange her, der letzte Knall. Hä? Da oben ist der Boss. Wir haben die epische Kampfschrotflinte, die neue. Jawohl, ich sage euch, die Waffe ist krass. Ist auch meine Lieblingsshotgun tatsächlich. Und diesmal können wir in dieser Season auch Aufsätze draufpacken. Aber hier ist noch einer. Ich will jetzt kein Risiko hier eingehen, aber... Warte mal, bevor wir zum Boss gehen. Bevor wir zum Boss gehen. Hier ist noch einer. Ich will kein Risiko eingehen. Wo ist er? Okay. Nice, easy, easy, easy. So, hier ist nochmal ein Biggie. Let's go. Und jetzt gehen wir zum Boss. Seid ihr ready, um den Boss uns zu holen beim Nitrodrom? So, let's go. Zack, wir gehen hin. Ich komm, Boss. Boss, kämpfe mit Ringmanagerin Ska um ihr Medaillon. Ich bin da. Hey, du Noob. Okay, okay, chill. Chill. Ich hab's doch nicht so gemeint. Alter, die hat die neue Armbrust am Start. Oh, jetzt geht's ab. Die Leute feiern uns hier. Alter, die hat gerade Nitro gegessen, ne? Die hat gerade Nitro gegessen. So, easy. Alter, was setzen die? Alter, Nitro. Was ist das? Dynamit? Hä, die kannst du Dynamit einsetzen. Lol, hier ist die neue Medaille. Und die neue Armbrust. Oh mein Gott. Die neue Medaille, was bringt die denn? Wir gucken gleich mal, was die neue Medaille bringt. Medaille der Ringmanagerin Ska. Deine Waffe haben unendlich viel Munition und verursachen mehr Schaden. Was? Oh mein Gott. Ich habe unendlich Munition. Ey, was? Ich habe das Nitro-Spray jetzt hier nochmal verwendet. Was? Und jetzt passt mal auf, das war's noch immer nicht. Unten befindet sich ein Auto, Leute, das ihr so noch nie gesehen habt. Ich glaube,
Die meinen das Auto jetzt, oder? Das nehmen wir mit. Ey, wir haben unendlich Munition. Was? Hier ist ein Auto. Und das ist das krasseste Auto, was ich jemals in Fortnite gesehen habe. Passt jetzt mal auf. Jetzt geht's ab. Leute, ey, wir haben unendlich Munition. Bro, dieses Auto ist so krank. Guck mal, hinten mit der Flagge. Es fährt sich sowas von gut. Und wir haben oben das Geschützturm. Guck mal, wie das schießt. Freunde, ich sage euch, das ist das krasseste Auto, was wir diese Season haben. Wir haben unendlich Munition. Wir gehen mal hier zu den Medaillenträgern. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Action machen können. Oder vielleicht... Ey, chill. Und wir haben mit diesem Auto die ganze Zeit Nitro. Das heißt, wir haben noch mehr Speed als normalerweise. Bro, das ist so geil, Leute. Also real talk. Jetzt mal den Jump mit Nitro. Let's go. Alter, das ist zu nice. Okay, wir gehen mal kurz zu den Gegnern da hinten hin. Da vorne können wir übrigens unser Auto ein bisschen reparieren. Ihr habt jetzt zum Beispiel gesehen, wir haben 1659 Leben am Auto. Jetzt haben wir wieder voll. 1710, zack. Und wir können, nee, warte mal, den Kuhfänger haben wir schon dran. Warte mal, gehen wir kurz zu den Leuten hier. Let's go. Und mit dem Geschützturm. Bro, das ist zu stark, ne? Leute, ich sag euch, das Geschützturm ist zu stark. Guck mal. Bro, das ist zu stark. Das ist zu stark! Das ist zu stark! Wir haben unendlich Munition. Wir haben das krasseste Auto. Es ist vorbei. Freunde, ihr müsst dieses Video sowas von liken, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr natürlich nicht, aber was haben wir hier? Guck mal. Bro, wir haben schusssichere Reifen. Bei diesen Reifen können wir keinen Platten kriegen. Bro, Alter, das Auto hat so einen Speed, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Guck mal, hier auch ein neuer Strand. Guck mal hier, wie es aussieht. Richtig schön. Wir haben vorne so eine Art Kuhfänger. Damit können wir alles kaputt schlagen. Ey, wer dieses Auto hat, gewinnt. Ich sage euch, wie es ist. Plus noch unendlich Munition. Vorbei. Okay, wo sind die Medaillenträger? Wir gucken jetzt mal. Vielleicht finden wir... Oh, da fliegt jemand. Warte mal. Oh, die haben auch ein Auto. Aber die haben nicht mein Auto. Die haben ein anderes Auto. Guck mal, die Teile explodieren hier auch. Ey, wir fahren ja jetzt mal hinterher. Okay, ich muss kurz Platz wechseln. Das Krasse ist... Okay, wir müssen Platz wechseln. Bro, der ist down! Bro, der Typ ist down. Der Typ ist down. Ey, das ist normal. Das ist... Habt ihr gesehen, aus was für eine Range wir den Typen down geholt haben? Der hat die neuen Fäuste. Oh mein Gott, gebt euch jetzt mal. Er hat die neuen Fäuste. Guckt euch mal jetzt an, was wir machen können. Wir können damit übelst krass rumjumpen und fliegen. Ey, das ist so eine krasse Season. Also ich sage euch, wie es ist. Ich muss sagen, dieses Auto hier ist zu stark. Es ist, also, es macht gar, es ist zu krass. Es ist zu krass. Guck mal, ich habe jetzt 700 Leben und das Auto lädt sich selber von selber auf. Alter, wie schön das hier aussieht. Gebt euch mal. Krank. Ey, das Auto lädt sich selber auf. Guck mal, ihr seht's links. Wir brauchen nicht mal zu so einer Tankstelle gehen, wo das Auto repariert wird. Wir machen es jetzt mal trotzdem, um es euch zu zeigen. Ey, Digga, krank. Das ist nicht normal. Also, guck mal hier jetzt. Ah, wir haben schon volles Leben. Egal. Aber können wir auch was anderes draufpacken? Nee, okay, das geht dann nicht. Okay, wir können keine Aufsätze auf diesem Auto draufpacken. Brauchen wir auch nicht. Weil es das beste Auto ist. Mit Abstand. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist der Battlebus, der hier rumfährt. Der, wo ist denn der? Ist der nicht mal da? Hier ist halt was. Aber das schaffen wir nicht mal wegen der Zone. Leute... Ihr braucht nur dieses Auto. Vor allem, wenn ihr zu zweit spielt, noch krasser. Einer bedient das Geschützturm und der andere fährt. Ich habe bei meinem anderen Fortnite-Kanal auch mein erstes Gameplay hochgeladen. Und ich hatte keine Chance alleine. Ich habe Solo gegen Duo gespielt, keine Chance. Also, wenn ihr das habt, ciao. Da hat jemand Skybase gebaut, gefühlt. Mini-Skybase. Ja, wobei es keine Skybase. Und, oh mein Gott, was ist denn hier los? Warte mal, ich muss erstmal abchecken. Hör, hier ist auch noch was. Warte mal, zuerst checken wir mal ab, was hier gerade war. Waren das mythische Sachen?
Waren das hier gerade mythische Sachen? Nee, oder? Chillt mal. Mythische Oscar Rage Rot Flinte. Okay. Und nochmal die... Okay, das ist die Nuka-Cola. Die gibt uns Leben, Freunde, wenn wir die nehmen. Die gibt uns Leben und Blue Schild. Wir haben halt jetzt schon voll. Aber wir behalten mal trotzdem die Kampfschrotflinte, weil die halt neu ist. Gut, die brauchen wir jetzt nicht. Ja, okay, passt. Let's go, wir gehen weiter mit unserem Auto. Echt, das ist so krass. Wir gehen jetzt mal hier hin. Die haben nämlich da oben eine Medaille, so wie es aussieht, oder? Let's go, Baby! Übrigens, Freunde, schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare rein. Und ganz wichtig, Creator Code Seville, um am Battle Pass... um am Battle Pass Gewinnspiel teilzunehmen. Hä? Ah, das Auto wird angezeigt hier. Das Auto wird auf der Map angezeigt. Jetzt verstehe ich. Aber hier sind auch Gegner. Warte mal. Guck mal jetzt. Guck mal. Ey, wir können alles kaputt machen. Die haben gar keine Chance, die Gegner. Jetzt passt mal auf. Warte, ich komme gleich nochmal zum Battle Pass Gewinnspiel. Jetzt haben wir uns überschlagen. Oder wir können auch überfahren. Warte mal. Bro, vergiss es. Ciao. 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 Oh, jemand hat das Auto jetzt genommen, glaube ich, oder? Wird das auch als Medaille angezeigt? Nee, wird's nicht. Bro, es ist zu stark. Guck mal. Es ist... Ey, das ist zu krass! Das ist zu krass. Nein, 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 nein. Ich habe eine weitere Medaille. Was habe ich denn jetzt für eine Medaille? Ich baue mich mal kurz zu. Kein Bock hier zu sterben. Medaillon der Maschinistin. Deine Schilde füllen sich mit der Zeit automatisch auf. Bro, das ist... Also... Das ist... Oh, da ist sogar einer. Warte mal, ich will mit der neuen Waffe jemanden töten. Da ist nochmal einer unter uns. Sag mir nicht, da klaut mein Auto jetzt, der Typ. Sag mir nicht, da will mein Auto klauen. Ey! Chillt euch! Chillt euch, Bro! Ich nehme einfach das Geschütz gleich. Ey, ich nehme einfach das Geschütz. Oder nee, doch nicht. Warte. Ich überfahre die jetzt. Ey. Sorry, aber Leute, ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Guck mal. Really? Im Ernst, Fortnite? Das ist zu stark. Also klar, es macht Spaß. Aber es ist zu strong. Das Kampfsturmgewehr... Der Maschinistin. Ey, wir haben sogar hier die neue Waffe. Also, gut, Kampfsturmgewehr hatten wir, glaube ich, schon. Nice. Die nehmen wir mit. Wir haben zwei Medaillen. Guck mal, der ist jetzt auch weg. Beide weg. Zack, weg. Zack, weg. Es ist zu stark. Es ist zu stark. Was? Ey, was ist das? Ey, ganz kurz, bevor ich weitermache, ich komme zum Battle Pass. Um den Battle Pass zu gewinnen, 10 Battle Pässe verlose ich hier auf diesem Account. Ganz wichtig, ihr müsst meinen Creator Code Seville verwenden. Schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare und bitte richtig. Und morgen im Video werde ich die Verlosung machen. Dort werde ich euch sagen, wen ich adden werde. Diejenigen, die ich nicht adden kann, die können leider nicht gewinnen, Leute. Aber die ich adden kann und auslose werden, gewinnen. Und Creator Code Seville, ganz wichtig... Und ich werde dann die Verlosung morgen euch zeigen. Ey, ja, Leute, sorry, aber es ist zu krass. Es ist zu krass. Es tut mir leid. Es macht zwar Spaß, wenn man das hat. Ich sag wirklich, es macht Spaß, aber es ist zu strong. Man kann in diesem Auto drinnen bleiben die ganze Zeit. Es ist unzerstörbar. Warte mal, ich bekomme nicht hier... Ja, bekomme bei den Medaillons... Warte mal kurz... Mal kurz was testen. Guck mal. Warte mal. Deine Schilde füllen sich mit der Zeit automatisch auf. Ja, aber nur 75. Nur 75 Schild füllt sich auf. So, jetzt will ich was anderes testen. Die Range von dem Teil. Von hier oben jetzt. Passt mal auf. Wenn wir von hier oben die treffen, raste ich aus. Okay, ist noch ein bisschen zu. Warte mal, wir müssen... Nee, nee, nee. Wir gehen noch weiter hoch. Wir schießen jetzt von hier. Nee, geht nicht. Okay. Dann müssen wir weiter nach da. Ist auch eine gute Range. Guck mal jetzt. Der ist weg. Der kann gar nichts machen. Ey, es ist... Guck mal. Und der jetzt auch nicht. Der kann auch nichts machen. Bro. Er ist tot.
Und wir haben jetzt zwar hier in der Lobby nicht die krassesten Spieler gerade. Ich sage euch aber auch so, auch wenn ihr krasse Spieler habt, ihr zerstört einfach das Gebaute die ganze Zeit. Klar, irgendwann mal überhitzt sich das Auto bzw. das Gewehr da drauf. Aber ihr habt dadurch einen geisteskranken Vorteil. Und es ist gefühlt unmöglich, euch zu töten, außer man tötet euch im Auto oder jemand gibt euch einen Snipe. Aber mit diesem Auto ist vorbei. Hier hat wieder jemand was gebaut. Mal gucken. Ja, es ist cool, es ist nice, aber... Ich sag euch, das wird... Guck mal, da vorne ist jetzt ein Auto, okay? Jetzt mal gucken, was wir machen können. Wir werden die umhauen. Guck mal. Bro, unser Auto ist unzerstörbar. Und der Typ, der jetzt ausgestiegen ist, war dumm. Guck mal, er ist down. Der ist auch tot. Jetzt warten wir einfach, bis es wieder gekühlt ist und er ist tot. Das Auto ist unzerstörbar. Wie viel Leben haben wir noch mit dem Auto? 1050. Es tut mir leid. An die Leute, mit denen ich hier gerade in der Lobby bin. Ich sag euch, das Auto wird entweder rausgenommen oder es wird viel, viel schlechter gemacht. Freunde, ich habe sowas noch nie erlebt in Fortnite. Wir hatten schon starke Items, ja. Aber nicht so ein starkes Item. Ihr macht sogar Schaden mit dem Auto selber. Guck mal, die sind auch down. Die sind down. Guck mal, die können machen, was die wollen. Die sind down. Der Typ kann machen, was er will. Er ist tot. Guck mal. Okay, er baut jetzt ein bisschen. Das ist ein gutes Beispiel. Er wird aber sterben. Guck mal. Bro, er ist tot. Er ist tot. Ey, das ist nicht normal, oder? Wir haben noch 500 Leben und wir bekommen automatisch Leben zurück. So, der Nächste, der uns in den Weg kommt, ist auch tot. Es ist unmöglich. Und unser Leben füllt sich auf. Guck mal jetzt, warte, wo ist der? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Keine Ahnung. Also noch nie hat sich sowas gebockt wie das in Fortnite. Ich gebe dem Teil 3 Tage. Nicht mal. Das wird rausgenommen oder einfach ein Update gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wo sein Mate hin ist. Wir werden jetzt mit dem Teil auch einen Win holen. Guck mal, er fliegt da rum. Er ist aber gleich down. Er weiß gar nicht, dass er gleich down ist. Okay, er hat sich noch gerettet. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen können? Einfach reinfahren. Guck mal, wir machen ja alles kaputt. Dann wechseln wir halt jetzt. Warte. So, zack. Da ist nochmal einer. Yes. Wir gehen dem mal hinterher. Ja, der ist down. Varius, du bist down. Der Nächste, Freunde, aber es tut mir leid, wirklich. Es tut mir leid. Es tut mir selber leid. Aber was soll ich machen? Ich zeige es euch, dass es halt zu stark ist. Ey, es... Verrückt. Okay, der Letzte. Wir haben 23 Kills. Klar, wir hatten nicht die besten Leute. Ich will es nochmal erwähnen und mich wiederholen, aber wir können euch alles durchfahren. Guck mal. Es ist... Nein, es ist zu stark. Wir machen hier alles kaputt. Wir machen jetzt die ganze POI kaputt, nur mit dem Auto. Wir verlieren zwar Leben mit dem Auto, also das Auto verliert Haltbarkeit. Es wird doch eh wieder nachgeladen. Hier, guck mal. Wir machen die ganze POI kaputt. Hier, zack. Alles kaputt machen. Hier auch. Guck mal. Warte. Ich mache jetzt mal das Haus hier kaputt. So weit, wie ich halt kann. Muss halt aufpassen, weil irgendwann ist das Auto halt echt kaputt. So, jetzt warten wir ganz kurz, weil wir haben nur noch 391 Leben mit dem Auto. Es heilt sich jetzt aber sowieso. Guck, es heilt sich jetzt schon. Es ist so krank. Es ist so krank. Wir fahren nochmal rein. Es braucht ein bisschen länger hier, um kaputt zu gehen. Ja. Der Typ hat halt Schiss. Guck mal, er chillt auf dem Klo. Jetzt ist das Auto kaputt. Ja, jetzt ist das Auto kaputt. Nee, noch immer nicht. 40 HP. Das Auto lebt. Warte. Ich verstecke mich. Ja, okay, er will mir hinterherkommen. Okay, jetzt ist das Auto kaputt. Oder? Ja, jetzt explodiert. Ey, habt ihr aber gesehen, was wir alles machen müssen, damit das Auto kaputt geht? Ist nicht normal, oder? Oh, ich bin gleich down. Ich verliere. Aber zu Recht, wenn ich verliere.
zu Recht, wenn ich verliere, weil ich habe mit dem Auto die Leute so fertig gemacht. Wenn ich jetzt verliere, zu Recht. So, okay, wir haben uns geheilt. Wo ist denn der Typ jetzt denn da hinten? Warte mal. Okay, also unser Auto ist he, aber es hat ausgehalten wie ein Weltmeister. Mehr ging nicht. Real Talk, mehr geht nicht. Der tut ihn reviven. Bro, also ich wollte mit dir 1 gegen 1 machen. Ich muss in die Zone. Ich muss in die Zone. Ich steige ins Auto und kurz wegfahren. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ja, let's go, den haben wir. Leute, was soll ich sagen? Dieses Auto ist nicht normal. Die neue Season ist zwar krass, aber das wird rausgenommen. Es ist zu stark. Es ist das stärkste Item, was wir jemals in Fortnite haben. Mit dem Teil oben drauf. Haut rein, Creator Code 7 nicht vergessen. Wichtig, Battle Pass Verlosung. Ciao, ciao.